Die vier Adventkerzerl. Dem Kalender noch ist jetzt Advent, aber tief im Herzen drin ein Lichterl bringt für den nächsten Menschen auf der Straße oder gar einen, der schon in der Gossen, der selber nicht mehr rauskommt, ob man sie wohl um den unnimmt. Man nimmt sie sogar wieder viel, aber bis sein Tor ist halt weit hin. Das zweite Lichterl, das soll brennen, ganz besonders für die Kinder, die arm und ohne Eltern sind, oft nur mehr Müll und Dreck sind gewinnt, für dir ein bisschen Christkind sein. Schon der Gedanke soll ins Gefrein. Wenn jeder tat nur ein kleines bisschen geben, hätten die Kinder auch ein besseres Leben. Das dritte Kerzel zündet man an, für einen Staat, wo es Krieg führen kann. Man herrscht oft, sagen, die sind ja selber die Schuld, wenn es zugeht halt bei deiner Welt. Aber wenn ich mir halt stolz auf viel, bei uns gehen so ein Herrscher hin und da einfach einen Krieg erklären, ich glaube, da darf ins Honest werden. Die Leute, die müssen ins Erbarmen, denn der Großteil, der gehört wirklich zu den ganz unschuldig Armen. Und alltag sollen wir einen Herrgott bitten, dass wieder Krieg die Welt und Frieden. Das vierte Kerzel zündet man an, für ihn selber, dass man ja nicht hart werden kann, dass man nicht wegschaut, wenn es wo feit, dass ihns was klein ist, auch noch gefreut, dass man nicht geizig und nicht neidisch sind, dass ein reicher Mensch auch noch einen Armer kennt, dass die Kinder gehen gern zu ihm zu haben, dass wir als Eltern Andler tun, dass man die alten Leute gern mink und dass man ja nicht unzufrieden sein, dass von Herzen man verzeihen kommt und mir eben was Schlechtes verkund. Dass man nur die Kranken besuchen, nicht einen Glauben verlieren und ja nicht fluchen. Dass man was übrig kommt, auch für die dritte Welt. Dass man nicht sein Herrgott machen in sein Geld. Mit einem Wort gesagt, dass man ein gutes Tag kennen. Dafür sollen dir viel Licht einbringen.